Sehnsucht nach Maria Schneider. Ein junger Mann, der ein bisschen so aussieht wie ich. Denkt an eine Frau, die so aussieht wie Maria Schneider. Er ist Kartenabreißer in einem Programmkino und hat gerade zum zweiten Mal den letzten Tango gesehen. Während des Abspanns überlegt er, wie es wäre, in Maria Schneider verliebt zu sein. Er geht nach Hause, setzt sich an den Küchentisch und schreibt. Ich schreibe Ihnen in gewisser Weise einen Liebesbrief mit aller Anmaßung, die ein solches Wort enthält, wenn es sich nicht auf persönliche Bekanntschaft gründet. Und darüber hinaus, es ist ein Liebesbrief, der sich auch noch über die Zeit hinwegzusetzen sucht, über den generationären Graben, der Sie von jemandem trennt, dessen Geburt erst einige Jahre nach jenen Filmen datiert, aus denen allein er Ihr Gesicht kennt, Ihren Gang, Ihre Stimme und alles das, was ihm seither so unentrinnbar geworden ist. Die Leidenschaft, die ich für Sie empfinde, ist eine, die es in vorfilmischen Zeiten so nicht gegeben haben kann. Wohl mögen die jungen Männer sich damals in Gemälde verliebt haben oder etwas später in Fotografien, aber erst die bewegten Bilder lassen einen Menschen mit solcher realer Macht vor einem aufstehen, dass es ganz so ist, als habe man ihn gerade auf der Straße beobachtet. Der junge Mann, der ein bisschen so aussieht wie ich, ist sehr zufrieden. Das wird ein guter, schmalziger Liebesbrief, denkt er. Er schaltet den Computer ein und sucht im Internet nach Fotos von Maria Schneider. Er findet ein einigermaßen aktuelles Foto, auf dem Maria Schneider so aussieht. Er denkt über den Unterschied zwischen Maria Schneider und Maria Schneider nach. Der junge Mann, der ein bisschen so aussieht wie ich, stellt sich vor, wie es wäre wegen Maria Schneider. Mit Maria Schneider. Zu schlafen. Der junge Mann steht eigentlich nur auf junge Frauen. Er geht zurück in die Küche und schreibt. Hätte der Zufall uns beide ein und derselben Generation entstammen lassen, ich hätte vielleicht wirklich die romantische Verrücktheit besessen, sie aufzusuchen, wo immer sie damals gelebt haben, um sie kennenzulernen und ihr Interesse an mir zu wecken. Vielleicht wäre ein junger Dichter damals dazu in der Lage gewesen, wenn er all sein Geschick und seinen Mut dafür eingesetzt hätte. Immerhin, mir bleibt die Zuflucht zu diesem Gedanken, dass es wirklich nur die Zeit ist, die uns unwiderruflich trennt, dass ich alle anderen Hürden hätte nehmen können, um ihnen nahe zu sein. Es ist ihm klar, dass der Brief ein bisschen sehr blumig wird. Aber er beruhigt sich darüber, indem er sich vorstellt, dass er ihn auf Französisch übersetzen lässt, bevor er ihn abschickt. Er denkt, auf Französisch kann man so schreiben, ohne dass es beschissen klingt. Er geht ins Wohnzimmer und sucht am Computer andere Fotos von Maria Schneider. Er findet nur Screenshots aus ihren bekanntesten Filmen. Jack Nicholson füttert sie mit einer Nudel. Sie kniet auf der Rückbank des Cadillac, die Haare im Wind und schaut zurück auf die Welt, vor der Jack Nicholson flüchten will. Er denkt, warum kann sie nicht mit mir flüchten? Ich wüsste auch eine Welt, vor der man flüchten muss.
Und notfalls würde ich auch in einem kleinen, verratzten andalusischen Hotel sterben, wenn es unbedingt sein muss. Allerdings, wenn ich vorher mit Maria Schneider geschlafen hätte, dann würde ich mich natürlich ausgesprochen unbesiegbar fühlen. Dann würde ich natürlich nicht einfach sterben. Ich würde mir eine Puffen besorgen und ich würde zu Maria Schneider sagen, das wollen wir doch einmal sehen, wer hier wen jagt. Diese miesen Scheißer uns oder wir diese miesen Scheißer. Und das würde ihr sehr gefallen. Sie würde mich nicht fast verlassen, wie sie Jack Nicholson fast verlassen hätte, weil er sich ergeben wollte. Ja, genau so wäre das, denkt er. Er geht in die Küche und schreibt in den Brief. Sie mögen nun glauben, ich begehe den üblichen Fehler, Charaktere mit Darstellern zu verwechseln, dem Menschen Maria Schneider einen Brief zu schreiben, obwohl ich doch eigentlich eine ihrer Rollen meine. Dem ist nicht so. Es stimmt schon, ich kenne sie nur aus ihren Filmen. Aber es genügt mir zu wissen, dass sie imstande gewesen sind, ihren Kopf so zu halten, ihre Arme so zu bewegen und jemanden, mit dem sie sprechen, in jener Weise anzusehen, wie sie es in diesen Filmen getan haben, um meiner Sache sicher zu sein. Der junge Mann wird plötzlich traurig. Was ist das Kino für ein Scheißapparat, denkt er. Es konserviert das Bild dieses Mädchens, aber es kann das Mädchen selbst nicht konservieren. Er geht zurück ins Wohnzimmer und macht die Fotos des Mädchens Maria Schneider auf dem Bildschirm so groß wie möglich. Eine fürchterliche Sehnsucht überkommt ihn. Er denkt, ich will dieses Mädchen kennenlernen, dieses, kein anderes. Ich will ihr die Kleider abstreifen, ein Stück nach dem anderen, und ich will, dass sie mich dabei mit ihrem ernstesten Mädchenblick ansieht. Wenn sie nackt ist, will ich sie mir lange anschauen. So lange, bis sie schon ungeduldig wird, zu lachen beginnt und sagt, was ist jetzt? Dann will ich ihren Mund küssen, dann ihre Füße und danach erst alles Übrige. Ich will verliebt sein in sie und nicht in einen Schatten. Er fühlt, wie gesagt, eine entsetzliche Sehnsucht. Aber auch noch etwas anderes. Um seine unschuldige Liebe zu Maria Schneider nicht zu beflecken, schließt er die Seiten mit ihren Fotos und klickt sich durch ein YouPorn-Video mit einer 18-jährigen Russin, das ihm als erstes ins Auge sticht. So verschafft er sich Erleichterung. Die Russin ist recht hübsch und macht keinen Mucks, während sie gevögelt wird. Außerdem ist er schon in der richtigen Stimmung, deshalb dauert es nicht lange. Die Sehnsucht ist danach aber immer noch da. Nicht mehr ganz so drängend zwar, aber doch. Er schließt die Seite mit dem Video und öffnet noch einmal das aktuellste Foto von Maria Schneider, das er finden kann. Er maximiert das Bild und zieht sich die Falten in ihrem Gesicht an. Er denkt, wenn sie mich ließe, dann würde ich jede Falte auf ihrem Gesicht einzeln küssen. Ich würde sie anlügen und ihr sagen, dass sie noch genauso schön ist wie in ihren Filmen, damit sie ein bisschen glücklich ist. Dann schaltet er den Computer ab, geht in die Küche und schreibt in den Brief: Aber lassen Sie mich noch sagen, dass es kein Mädchen in meiner Generation gibt, dessen Gesicht mich so tief getroffen hätte wie das Ihre. Dass ich, wenn ich das nächste Mal in Barcelona bin, alle Bauten Gaudis nach ihnen absuchen werde, dass ich nur an sie denken werde, wenn ich die Ramblas zum Meer hinunterschlendere, und dass ich in Paris auf dieser einen Brücke die Hände über dem Gesicht zusammenschlagen werde, in der Hoffnung, ihre Mädchenhand auf meiner Schulter zu spüren. In allen Gesichtern werde ich ihre Nase suchen und an allen Buchrücken ihren geliebten Blick. Ich küsse sie, ein einziges Mal, vielleicht nur auf die Stirn, um nicht vermessen zu sein, da wir uns doch nicht kennen. Mein Foto. Schicke ich Ihnen aus zwei Gründen. Einmal, damit Sie mich nicht für einen Lügner halten, und dann, damit Sie für einen Augenblick überlegen können, ob dieses junge Mädchen, in das ich mich verliebt habe, Gefallen hätte finden können an dem jungen Mann, der ich bin.
Er legt den Brief in die Schublade seines Schreibtisches, weil er keine Adresse hat, an die er ihn schicken kann. Dann geht er in eine Bar und betrinkt sich. Ein paar Jahre später ist Maria Schneider gestorben. Der junge Mann war traurig darüber. Andererseits hat das Mädchen, in das er sich so gerne verliebt hätte, schon nicht mehr existiert, als er geboren wurde. Und wieder andererseits wird es ihren Anblick und ihre Stimme noch lange, vielleicht ewig geben, oder zumindest so lange, wie es das Kino und seine Nachfolger geben wird.